Ich bin der Callcenter Kascha und wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Zwei Anrufe habe ich heute für euch und in beiden ist man wieder sehr sparsam darin, mir Informationen zu geben. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass man mich nicht versteht, weil man ja nur das hört und verstehen will, was einem in den Kram passt. Ob ich mich damit begnüge, hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo? Hallo, Herr Rotermund, schönen Tag. Guten Tag. Hier spricht Frieda Berne, Account Managerin bei der Trading Plattform. Ich rufe Sie, weil Sie vor kurzem Interesse an passivem Einkommen gezeigt haben. Ist das so? Ja, das habe ich. Ja, okay, deswegen rufe ich Sie, um zu helfen, bei uns ein Konto zu eröffnen. Sind Sie bereit? Bereit für was? Bitte? Bereit für was? Um ein Konto zu eröffnen auf unserer Plattform. Ich weiß ja noch gar nicht, welche Plattform Sie sind. Ich habe mich auf Ihren Seiten also, eingetragen. Wer sind Valtrade? Bitte wie? Wir sind Valtrade. Das sagt mir gar nichts. Ich schaue mal Ihre Webseite an. Wie buchstabieren Sie mal Ihre Webseite, bitte? V. Ja. A. U. L. T. Nicht so schnell. V. A. U. L. T. T. Weiter. Bitte. T. Was? Falt. Langsam, langsam. V. A. U. L. T. Stimmt. Weiter. Dann Trade. Trade. Also T. R. Valtrade, ja? Yes. Ja. Ja, .de, .com, .was. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Ja. Ich möchte gerne Ihre Webseite wissen. Dazu gehört eine Domainendung. Valtrade.de. Nee, ohne .de. Also einen Moment bitte. Ich kann Ihnen den Link auf unserer Webseite Sie sollen mir einfach nur den Link sagen. Sie sollen mir einfach nur den Link sagen. Ich habe Ihnen den Namen unserer Plattform genannt. Sie sollen mir den Link für Ihre Webseite... Hallo, mal zuhören. Ich möchte gerne den Link zu Ihrer Webseite wissen. vtrade.de.com.was Moment. Wissen Sie das Falt selber nicht? Minus Trade. Bitte Hören was? Sie mich bitte zu. Ich ja. spreche mit Ihnen ganz höflich. Wieso nee, sprechen Sie mir? Sie können nicht mal Ihre Webseite buchstabieren. Also. Ich habe Ihnen gerade unsere Webseite buchstabiert. Nein, haben Sie nicht. Es fehlt die Domainendung. Also, noch einmal. Falt minus Trade. Ach, minus auf einmal. Minus? Fault, minus, trade. Und weiter? Punkt. Punkt. O, R, G. Aha, jetzt haben wir doch eine Webseite. Das haben Sie ja vorher nie gesagt. Ich habe ja mehrfach nachgefragt. So, dann Punkt schaue ich... E. Nein, Haben Sie... Wieso? Nee, .org haben Sie gesagt, nicht .de. .org und dann .de. Nee, das heißt dann /.de und nicht .de. Also, okay, der E, also das ist die Das ist nur die Sprachausgabe, also, ja. .org. Sie ja. haben wenig Ahnung von dem ganzen Thema, ne? Oh, was ist also, das denn für haben Sie unsere Webseite? Ja, habe ich, sehe ich hier, ja. Sehe ich. Also, das ist unsere Trading-Plattform. Mhm. Gut. Ja, aber auf der Seite war ich noch nicht. Also, da habe ich mich nicht angemeldet. Die wäre mir aufgefallen, so wie die aussieht. Also, Sie haben sich also bei der Webseite Gas Profit angemeldet.
Ach so, dann das ist eine von unseren Webseiten, ja. Ihre Webseite weitergewiesen? Das wusste ich ja nicht, das war mir nicht bekannt. Also Sie haben dort also Registration gemacht, ja, und wir bekommen die Information, dass Sie also investieren möchten. Ja, und warum bekommen Sie die Informationen? Ich habe mich doch bei Gasprofit angemeldet. Wie ich schon gesagt habe, Gasprofit ist eine von unseren Webseiten, also eine von unseren Anzeigen, Werbeanzeigen. Ach so, das ist eine Werbeanzeige. Ja, dann sagen Sie das doch gleich. Ja. Na gut, und was bieten Sie jetzt als Firma an? Hallo? Ja. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, ah, okay, hallo. Okay, gut. Also sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung? Ich hatte gerade etwas gefragt. Was bitte bietet Sie jetzt als Firma an? Was genau meinen Sie? Was bietet mir Ihre Firma an? Also wir bitten Ihnen, bei uns ein Konto zu eröffnen, um zu investieren. Und ja, deswegen habe ich Sie auch gefragt, ja, ob Sie schon Erfahrung in diesem Bereich haben. Ja, habe ich ein wenig. Haben Sie ein wenig, ja, gut. Also dann, bei uns können Sie mit mehreren Investitionsstufen starten, ja, 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Ja, und mit was kann ich bei Ihnen handeln? Also Sie können in, also wenn Sie Interesse haben an also an Rohstoffe, also oder in Aktien investieren, in Kryptowährungen, also oder in Währungen im Forex-Markt. Mhm. Kryptowährungen kann ich ja, bei also Ihnen. Ja, das werden Sie selbst. Kann ich bei Ihnen auch Coins kaufen? Coins? Ja, Kryptowährung. Ja, ja. Kann ich bei Ihnen kaufen? Sie besprechen das genauer mit Ihrem Finanzberater. Ja, dann stellen Sie mich mal bitte an den Finanzberater durch. Im Moment kann ich das nicht machen, weil Sie nicht unser Kunde ist. Ja, Sie rufen mich doch an. Sie sind nur ein Mensch. Also Sie sind nur ein Mensch, den also Interesse an den Investitionen haben und Sie brauchen uns eigentlich. Ich brauche Sie. Auch es gibt so viele Firmen im Internet. Ich glaube nicht, dass ich gerade Sie brauche. Ja? Ja, ich möchte gerne, bevor ich irgendetwas mache, möchte ich gerne wissen, was ich handeln kann, genau, ob ich Coins kaufen kann. Wenn Sie mir das nicht beantworten können, dann macht es auch wenig Sinn. Also was den Kryptowährungen angeht, ja, können Sie also jede Art von Kryptowährungen kaufen. Und Sie besprechen das mit dem Finanzberater. Ja, deswegen möchte ich ja gerne mit dem Finanzberater sprechen. Mit welchem? Wir haben also lassen Sie mich bitte das erklären, ja. Die Situation ist, dass Sie kein Kunde von uns ist, ja, erstens, ja. Zweitens, wir haben natürlich mehrere Finanzberater, ja, aber sie haben schon ihre eigenen Kunden, ja, und sie haben keine Zeit, um also solch einen Menschen, ja, der nicht unser Kunde ist, zu sprechen. Also sie fragen mich nach einer Beratung von unseren Finanzanalytiker, ja, aber also ob sie ein Kunde von uns werden, Entschuldigung, das wissen wir ja nicht. Richtig. Würden Sie ein Auto kaufen, ohne das Auto vorher Probe gefahren zu haben? Nein. Sehen Sie? Und deswegen möchte ich vorher mit dem Finanzberater sprechen, ob der auch das liefern kann, was ich gerne möchte. Moment bitte. Hallo. Ja. Hallo, Herr Rotermund. Danke für Ihre Erwartung. Einen Moment bitte, ich verbinde Sie mit meinem Manager. Moment mal. Natürlich. Hallo, schönen guten Tag, Herr Halt. Ja, hallo. So, welche Fragen gibt's?
Ja, ich wollte gerne wissen, mit was ich bei Ihnen handeln kann, zum Beispiel. Okay. Kann ich bei Ihnen So, Kryptos kaufen? schauen Sie, wir arbeiten auf vier Märkten. Also zum Beispiel ist der erste Markt dann der Devisenmarkt oder auf Englisch Foreign Exchange, also quasi kaufen und verkaufen verschiedenen Währungen. Also Sie können ja quasi mit dem Kurs von den Währungen spielen. Dazu gibt es einen Aktienmarkt oder Wertpapiermarkt, wie Sie können es nennen, wie Sie es wollen. Eine Aktie ist quasi ein Anteil am Unternehmen. Von den Aktien werden Sie ebenfalls Dividenden ausgezahlt bekommen. Also zum Beispiel, Sie haben 3% der Aktien von Amazon und der Jahresgewinn von Amazon ist 1 Million Dollar. Und daher, dass Sie 3% von den Aktien besitzen, werden Sie 30.000 ausgezahlt bekommen. Und dazu sind Sie noch zu 3% Unternehmensleiter in dem Sinne. Und dazu gibt es einen Rohstoffmarkt, der hat vier Abteilungen. Das sind Metalle, Edelmetalle, dann glaube ich Energieträger und Landwirtschaft. Also Metalle, Edelmetalle ist eigentlich alles verständlich. Energieträger sind Öl, Kohle, Gas und Landwirtschaft ist quasi alles, was man ernten, pflanzen kann, also quasi alles, was die Erde gibt. Also und das kann man auch investieren. Ein Beispiel wäre dann zum Beispiel Orangensaft, Kakaobohnen. Also es gibt eine Menge an Möglichkeiten. Und der Kryptomarkt, der ist ebenfalls verfügbar. Also Kryptowährungen, das wissen Sie selbst. Das sind digitale Währungen und momentan eigentlich ein aktuelles Thema. Also ich bin mir sicher, dass Sie davon etwas gehört haben. Ja, aber meine Frage haben Sie leider noch nicht beantwortet. Kann ich bei Ihnen Kryptomünzen kaufen? Virtuelle Das ist möglich. Kryptomünzen. Also Das ist nicht nur möglich. handeln, sondern auch kaufen und halten. Genau, das ist ebenfalls möglich. Also rein, kein reiner CFD-Handel, ja? Also schauen Sie, wie das bei uns funktioniert. Sie müssen jedoch eine Investition machen. Also es gibt drei Möglichkeiten. Das sind 250, 500 oder Hallo, 1000 das Euro, was war Ihnen nicht meine lieber ist. Frage. Das war nicht meine Ich Frage. versuche Ihnen zu erzählen. Ich versuche Ihnen zu erzählen, wie das bei uns funktioniert. Nach der Investition werden Sie einen persönlichen Finanzberater bekommen. Mit dem Finanzberater können Sie dann schon alles besprechen. Der wird Ihnen dann ebenfalls helfen, an die Kryptowährungen zu kaufen. Und die Investition, also die Anfangsinvestition von den 250 Euro zum Beispiel, können Sie dann auch ebenfalls in Kryptowährung quasi stecken. Also auch kein reiner CFD-Handel. Nee. Okay, gut, das ist gut. Gut, was Aktien angeht, hätte ich vielleicht noch mal das Interesse. Wie geht Ihre Firma mit einigen Dingen da so um? Also Also schauen Sie, unser Unternehmen, also das Hauptunternehmen befindet sich in Großbritannien, deswegen arbeiten wir mit zwei Aktienmärkten. Das ist die London Stock Exchange und Nasdaq. Nasdaq ist der amerikanische Markt, und auf den Märkten können Sie dann auch ebenfalls Aktien kaufen. ja. Wie geht Ihre Firma denn mit dem, also bei was Aktien angeht, oder allgemein auch was Kryptos angeht, mit dem FOMO-Syndrom um? Mit welchem Syndrom? Das FOMO-Syndrom. Ui, das kann ich Ihnen leider nicht sagen momentan. Das muss ich dann mal den Finanzberater fragen. Also ich bin, wie gesagt, einfach nur aus der Kundenberaterabteilung. Was die Nee, Finanzberaterabteilung kann. die Kollegin, die vorher dran war, wollte mich doch an jemanden, einen Finanzfachmann weiterverbinden. Jetzt habe ich wieder nur die Nee. Kundenabteilung. Nein, ich bin nicht Finanzberater. Ich bin einfach Ja, nur der aber Manager aus der Kundenberaterabteilung. die Kollegin wollte mich an einen Finanzfachmann weiterverbinden. Das weiß ich nicht. Also das wurde mir nicht gesagt. Ich wurde hergerufen und mir wurde gesagt, dass ich hier nötig bin. Also wie gesagt, ich bin kein Finanzberater. Ist seltsam. Gut, okay. Man kann wie viel, wie ist das Einstiegskapital bei Ihnen? Drei Möglichkeiten, 250, 500 oder 1000. Und wie kann ich das zu Ihnen im Falle eines Vertragsabschlusses transferieren? Schauen Sie, wir werden Ihnen ein Konto eröffnen, also an unserem Unternehmen. Sie werden die Anmeldedaten dann bekommen. Also bei den Kollegen wird Ihnen dann die Anmeldedaten per E-Mail zusenden. Und Sie melden sich dort einfach quasi an. Also Sie haben auch ein Passwort da, welches Sie jederzeit ändern können, weil das, wie gesagt, ja Ihr Konto ist. Und auf diesem Konto können Sie dann auch eine Einzahlung machen. Also es ist wirklich mit Karte, also keine Ahnung, Visa, Mastercard, was dann auch Sie haben. Es ist auch möglich mit Krypto zu bezahlen. Das sind Also die das machen Sie einzigen quasi alles auf Möglichkeiten. Ihrem Konto. Soweit ich weiß, ja. Da muss ich mich auch nochmal schlau machen. Also manchmal funktionieren manche Einzahlungsmöglichkeiten nicht. Also ich muss mich mal kurz schlau machen, was das alles angeht. Ja, das ist Ich habe wieder,
Ja, Sie sind in der Kundenberatung und wissen gar nicht, wie man Geld zu Ihnen transferieren kann? Verstehe ich nicht. Wie beraten Sie dann Kunden, wenn Sie das gar nicht wissen? Wir beraten nur, was die Märkte und so weiter angeht. Was die Zahlungen angeht, das habe ich Ihnen gesagt. Also Möglichkeiten, die ich jetzt Ja, nee, selbst das wussten weiß, Sie ja das ist nun noch eine nicht. Bankkarte. Eine Bankkarte. Meinen Sie eine Also schauen Bankkarte oder Sie Kreditkarte? hier, genau, eine Bankkarte, eine ganz normale Also eine Bankkarte, also von Ihrem Online-Überweisung, Girokonto. eine Genau, SEPA-Überweisung. also eine SEPA Standard oder SEPA Instant, was immer auch Sie haben. Ja, das wäre die Möglichkeit. Du, gut. Gut, und was kann Also man bei. Überweisungsdaten gibt es nicht, also das heißt, Sie melden sich einfach an auf diesem Konto. Dort wählen Sie auf Zahlungen, glaube ich. Und dort gibt es dann Möglichkeiten, zum Beispiel Visa, Mastercard, EU-Pay, Squatch, Finver, so weiter und so fort. Dort geben Sie dann einfach die Daten ein, welche dann benötigt sind. Also meistens sind es Name, Nachname, Telefonnummer, E-Mail, dann die Kartendaten, also quasi die Kartennummer. Es ging Idealerweise Ziffern und um Kontonummer. Überweisungen. Ich rede jetzt die ganze Zeit von Überweisungen und dazu brauche ich eine IBAN. Nein, das ist keine Überweisung. Das wird mit Karte gezahlt, das ist aber Nein, keine Überweisung. Das ist quasi ich eine rede Online. die ganze Zeit von Überweisungen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede von SEPA-Überweisungen. Ich weiß, was eine SEPA-Überweisung ist, Gut, aber dann reden wir Sie doch haben, nicht soweit von ich. Karten. Warum soll ich denn von keiner Karte reden, wenn Sie wenn Sie einen Online-Kauf machen? Wenn Sie einen Online-Kauf machen, dann fügen Sie ebenfalls Ihre Kartendaten da hinzu. Nein, bei der Überweisung fügt man keine Kartendaten. Also eine Überweisung, möchten Sie eine Überweisung vom Konto zu Konto machen oder wie? Nein, das ist bei uns nicht möglich. Sie machen quasi einen Online-Kauf Was kaufe ich denn dann? von Chip. Was kaufe ich denn dann Schauen Sie, online? auf Sie werden ein Handelskonto haben und auf dem Handelskonto wird dann die Währung, also Sie werden auf dem Handelskonto dann die Währung, also die 250 Euro in USDT haben. Quasi, das wird alles nochmal umgerechnet. USDT ist quasi wie digitaler Dollar und der Kurs von Euro zu Dollar ist momentan, glaube ich, 1,08 oder 1,09. Das heißt, wenn Sie 250 Euro investieren, werden Sie auf dem Handelskonto 270 circa Dollar sehen. Das ist aber schon in Kryptowährung bereits. Das heißt, dass Sie diese 270 Dollar dann ebenfalls schon in Kryptowährung ändern können, also in Ethereum, Bitcoin, BNB, TWT, Ton, Gram, keine Ahnung, was Sie möchten. Ich kaufe ja nichts. Ich beauftrage Sie, mit meinem Geld zu handeln. Das ist kein Kauf einer Währung. Schauen Sie, das Geld wird dann einfach transferiert, also Sie kaufen quasi Kryptowährung automatisch und das Geld wird dann Nein, automatisch ich auf will das keine Handelskonto Kryptowährung transferiert. kaufen. Wenn ich zum Beispiel mit Aktien handeln will, dann kaufe ich keine Kryptowährung. Das Geld kann man dann vom Handelskonto ebenfalls abheben. Da wird Ihnen der Finanzberater schon helfen. Und dann können Wieso Sie auch ebenfalls auf dem abheben? Aktienmarkt. Es geht nicht so ums Abheben, es geht ums Handeln, ums Traden. Und wenn ich mit Aktien handeln Hören will, Sie mir dann mal bitte brauche zu. ich, Hören ja, Sie mir mal bitte zu. Sie kommen immer mit irgendwelchen Sachen, die damit gar nichts zu tun haben. Sie müssen mich nicht anschreien. Ich bin Ich ganz normal schreie Sie mit Ihnen. nicht. Wollen Sie, dass ich schreie? Ich rede sehr freundlich Nein, ich mit möchte nicht, Ihnen. dass. Ich möchte nicht, dass Sie schreien. Ich kann ebenfalls schreien, also das müssen Sie jetzt nicht machen. Ich habe Ihnen erzählt, wie das funktioniert. Ja, aber Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, es dann ist stellen Sie un. mir die bitte. Ja, das habe ich ja nun mehrfach getan. Aber Sie geben ausweichende Antworten. So, okay. Dann frage ich noch mal was anderes, weil Sie bis jetzt können Sie ja noch nicht so richtig Auskunft geben. Wie lange ist Ihre Firma denn schon am Markt mit Ihrer Webseite? Wie Unsere lange? Firma ist seit 2017. 2017. Dann weiß ich gerne, was ich kaufen möchte. Ich möchte gerne Ihre Zeitmaschine kaufen. Zeitmaschine, also quasi ein automatisches Handelssystem. Nein, eine Zeitmaschine. Weil, wenn Sie sagen, Sie sind seit 2017 auf dem Markt und ich sehe, dass diese Firma erst am 14.11.23, also vor 84 Tagen, registriert wurde, dann lügen Sie ja schon. Dann möchte ich Schauen Sie, gerne wir hatten Ihre einfach vorher eine Zeitmaschine kaufen. Umbenennung.
Wir hatten das ist keine Umbenennung. Warum sollte sich eine erfolgreiche Firma umbenennen? Warum sollte sich zum Beispiel Mercedes jetzt in Renault umbenennen? Warum? Geben Sie mir einen guten Grund, warum sich eine Firma umbenennen sollte. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht verantwortlich bin für die Umbenennung. Das kann ich Ihnen deshalb nicht sagen. Ja, Ihre Firma ist gerade 84 Tage im Netz mit Ihrer Webseite. Das nicht 2017. Sie sagen also jetzt schon die Unwahrheit. Gut, okay. Versuchen wir es mal weiter. Sie sind ein Finanzdienstleister, richtig? Ich bin Kundenberater. Ich habe nichts. Ihre Firma ist ein Finanzdienstleister, richtig? Also ich nicht. Ihre Firma, hören Sie nicht? Ich habe Sie als Ihre Firma. Jetzt nochmal, ist Ihre Firma ein Finanzdienstleister? Ja oder nein? Ja, meine Firma ist ein Finanzdienstleister. Gut, wo ist Ihre Firma dann reguliert? Ich habe Ihnen gesagt, dass das Hauptoffice, also das Hauptunternehmen, sich in Großbritannien befindet. Wir haben mehrere Filialen. Die deutschsprachige Filiale befindet sich in Österreich. Dazu haben wir mehrere Filialen auch in Frankreich, in Spanien, in Italien, in Lettland und in den USA, soweit ich weiß. Ja, das war jetzt Ihre Antwort. Eine schöne Antwort, aber nicht auf meine Frage, die ich gestellt habe. Soll ich sie nochmal stellen? Vielleicht noch in einem deutlicheren Deutsch. Wo ist Ihre Firma reguliert? Das kann ich Ihnen jetzt momentan leider nicht sagen, weil wie gesagt, ich bin... Dann fragen Sie jemanden nach, der das sagen die kann. Arbeit, was die Arbeit angeht. Was die ja, dann fragen Sie bitte angeht, nach... Dafür bin ich nicht verantwortlich. Dann fragen Sie bitte nach, wer mir das sagen kann. Gut, das kann ich mal kurz nachfragen, also wenn Sie warten. Ja, ich warte gerne. Hallo? Hallo, spreche mit Georg Vorreiter. Wer ist da bitte? Richard Thomas Wagner von Pepperstone Pro. Wie ist Ihr Name? Richard Thomas Wagner. Herr Wagner. Pepperstone Pro. Ja. Ja, und der Grund Ihres Anrufs? Also, Sie haben am 3.2.10.50 Uhr eine Registration in Bitcoin gemacht über Investing, bin ich richtig? Wo habe ich eine Registrierung gemacht? Und wann? Also Sie sind am 3.2., also Samstag war das, 10.50 Uhr. Mhm, okay. Haben Sie eine Registrierung gemacht? Sie haben eine Werbung geschaut mit Bitcoin? Ach, Sie wissen, welche Werbung ich geschaut habe? Sie sind angemeldet. Sie haben Ihr Vorname, Rufnummer, E-Mail-Adresse gegeben. Ja, und der Grund Ihres Anrufs jetzt? Mister, bei der Registrierung, da steht, wir dann Ihnen eine Agenda anrufen, um weiterzuhelfen. Also brauchen Sie ja, nein, brauchen Sie nicht so bitte was? Ohne Sinn reden. Ja, Sie stammeln sehr. Ich ist leider sehr schlecht zu verstehen. Also es geht um eine Registrierung, was Sie gemacht haben, über mehr Informationen zu erfahren über Trading. Ja, ich habe mich auf mehreren Seiten interessiert. Welches ist jetzt Ihre? Also, unsere ist Pepperstone Pro. Können Sie das mal buchstabieren, bitte? Ja, natürlich. Also, Patrick. Ja. Emily. Ja. Zweimal Patrick. Ja. Emily wieder. Ja. Richard. Ja. S wie Silfried. Ja. Theodor. Ja. Otto. Ja. Nordpol. Ja. Emily. Ja. Patrick. Nochmal Patrick. Ja, ja. Alle zusammen, ja? Ja. Dann Richard. Ja. Otto. Ja. Punkt. Punkt. Ingo Otto. Okay, gut.
Dann kann ich mal auf Ihre Webseite schauen. Moment bitte. Ja. Wir haben sogar ein Investing-Konto geöffnet bei uns. Also Sie haben eine Meta4 Nummer 8042 7932. Also die Kontonummer. Ah ja, Augenblick. Die Seite ist noch nicht ganz offen. Moment bitte. Ja. So. Ja, dann erzählen Sie mir ein bisschen was über Ihre Seite, Ihre Firma. Also diese Werbung, was Sie geschaut haben, ist eine automatische Trader mit Roboter, ja? Also diese Werbung, was Sie geschaut mit Krypto, also Sie können praktisch bei uns in 5 Märkte investieren, ja? Also natürlich der erste Markt ist Forex. Wissen Sie, was Forex ist? Ja. Also Forex ist eine Valute gegen eine andere Valute und Sie setzen in die Kurswechselungen, ja? Von zwei Währungspaaren. Die zweite Marke sind natürlich Rohstoffe. Sie können in schwache und starke Rohstoffe Investitionen machen. Also schwache Rohstoffe, Soja, Zucker, Kaffee und so weiter, ja. Die starken Rohstoffe, Platinum, Palladium, Brentöl, Crudeöl, Gold, Silber, Diamonds und so weiter, ja. Ja. Die dritte Marke ist die Marke, wo Sie die Werbung eingeschaut haben, also Kryptowährungen. Sie können praktisch in alle Kryptowährungen Investitionen tätigen. Sie können Kauf, Verkauf machen, Daytrading oder behalten aus Krypto. Also Sie können praktisch in Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba, Dogecoin und so weiter. Ja, das sind verschiedene Kryptos. Die vierte Marke sind natürlich Aktien. Also Sie können praktisch in US-Aktien, EU-Aktien und asiatische Aktien Investitionen tätigen. Netflix, Amazon, Apple, Google, Daimler, BMW, Volkswagen. Also verschiedene Bayern, Wolfhagen? Was ist denn verschiedene. Wolfhagen? Volkswagen, Volkswagen, also VW. VW, ja, okay. Und die fünfte Marke ist natürlich, Sie können in Indexinvestitionen tätigen, also DAX 30, Dow Jones, SP 500 und so weiter, ja. Ja. Sie öffnen ein Konto, dann natürlich nicht, die öffnen das Konto, Sie müssen das Konto verifizieren, Einzahlungen machen, Sie können Einzahlungen tätigen per Kreditkarte, per Bankverbindung, per Krypto. Da steht in Ihrem Konto steht auch eine Option, wo Sie natürlich Auszahlungen tätigen können. Das Gleiche, Sie können Auszahlungen tätigen in Ihrer Hausbank, in Ihrer Kreditkarte oder mit Krypto, in Ja. Ihrer Wallet. Also Sie können entweder mit einem Finanzberater die Trading-Arbeit anfangen, entweder mit Roboter oder auch selbstständig, also Selbsthandling. Das sind allgemeine Informationen eigentlich. Ich weiß nicht, ob Sie Fragen haben. Ja, schon. Was kann man bei Ihrer Firma denn verdienen? Prozentual. Also es liegt unterschiedlich mit Roboter 25 bis 35% pro Monat. Mit Berater fängt dann 25% bis 37%. Pro Also Monat. das ist, ja, das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, welchen Markt Sie benutzen, ja. Was für ein Kapital, wie viel Trading, wie viele Positionen pro Tag öffnen, ja. Also Ja, wie deswegen viele ist Positionen unterschiedlich. kann man öffnen? Also Sie können auch 100 Positionen öffnen. Also, Gut, hört sich doch sehr interessant an. die Roboter öffnet regelmäßig 3 bis 4 Positionen pro Tag, also Montag bis Freitag. Und Okay. schließt automatisch, also das ist ein Software-Update, wo wenn die Markt anfängt zu bewegen, die erkennt die Bewegung und natürlich öffnet sofort eine Position. Also die arbeiten nur mit kleinen Positionen, also Daytrading. Die Roboter arbeiten nicht mit langfristigen Investitionen, ja? Was ist das für ein Roboter? Ist das so auf Basis eines Metatrader oder? Ja, das gleiche so wie Metatrader, ja? Das Also ein Gleiche, also Roboter, ist das es der heißt, Metatrader oder? ja, Sie können auch Metatrader haben, das ist auch Webinar. Also die Arbeit, wo das eingesetzt wird vom Roboter, Sie müssen bei Webterminal nachfolgen, also Bitte die was? Arbeit nachfolgen.
Webterminal ist das gleiche so wie, also heißt Webterminal ist das gleiche so wie MetaTrader 4. Ah ja, okay, gut, okay. Ja. Hört sich erstmal sehr interessant an. Gut. Also, wie kann man bei Ihnen investieren? Also, Sie können bei uns Investitionen tätigen, wie gesagt, Sie können Einzahlungen machen ab 250 Euro, wo das Minimum ist, ja. Sie können, wie viel Sie wollen, investieren. Sie können mit Kreditkarte zahlen, ja. Mit Bankverbindung, also Bankdaten, ganz normal Überweisungen. Und mit Kryptos, also natürlich können Sie auch mit Kryptos zahlen, ja. Nee, ich denke, Bankverbindung wäre das Beste für mich. Dann kann ich überweisen. Okay, lassen Sie mich bitte Ihre E-Mail-Adresse kurz buchstabieren. Ja. george.foreta@mybox.org, bin ich richtig? Ja, das ist richtig. Okay, ich werde Ihnen eine E-Mail erhalten mit auch Zugangsdaten, was ich eröffne, die Anmeldung und alles. Und natürlich auch ein paar Bankverbindungen für 250 Euro, bin ich richtig? Ja, naja, gut, die Bankverbindung 250, die Bankverbindung ist ja nicht gekoppelt an die Summe, die ich einzahle. Nein, also Sie können praktisch Investitionen tätigen ab 250, also Sie können 1500 zahlen, also das liegt an Ihnen. Ja gut, dann senden Sie mir mal die Zugangsdaten und die Bankdaten bitte. Ich bedanke mich. Ich bleibe am Telefon, vielleicht habe ich ja noch Fragen. Ach so, okay. Ja, können Sie gleich senden, das kann ja nicht so lange dauern. Nein, mache ich sofort. Ja. Haben Sie vorher Investitionen getätigt? Habe ich schon, ja. Mit Bank oder mit Plattformen? Nee, mit Plattformen. Okay. Noch aktiv? Ja. Super. Wie läuft? Wie ist die Erfahrung? Läuft gut. Es freut mich. Bis jetzt aber eher in Sachen Aktien. Aber man kann sich mal umgucken, was. Ja, bis jetzt Aktien. Okay. Wie viel Prozent legt die Gewinn pro Monat? Oh, das ist immer unterschiedlich. Je nachdem, welche Aktien. Aber das ist ja nun auch Privatsache. Ja, natürlich. Also prozentual, ich habe gefragt, ja, immer. Ja, das hängt ja immer darauf an, auf welche Aktien ich nun handle. Genau, das weiß ich. Aber gibt es Beispiel ab 10 bis 30%? Das ist unterschiedlich. Kommt immer auf die Aktie an. Soll ich Ihnen jetzt alle Aktien, die ich handle, da den prozentualen... Nein. Na gut, haben wir das doch schon mal. Brauchen Sie mich nicht an. So, haben Sie die E-Mail schon versendet? Ich bin dabei. Ja. Und dann kann man bei Ihnen zum Beispiel auch Bitcoins kaufen? Ja. Mhm, das ist gut. Also Sie können praktisch auch behalten oder Daytrading machen, ja? Ja, nee, ich würde mir gerne mal Kryptos kaufen und behalten. Behalten, das ist auch gut, Mister. Also Betrag lasse ich frei, ja? Ja. Okay. Haben Sie schon versendet? Einen Moment bitte. Habe ich. Ja, da gucke ich mal nach. Also noch ist nichts da. Es musste eigentlich jetzt für Ihnen sein. Geben Sie kurz. Noch nicht? Bitte? Nein, es ist noch nichts da. Es wird jetzt da sein. Nee, ich sehe es ja. Es ist noch nichts da. Vielleicht dauert es bei ihm ein bisschen länger, weil der Mail-Server langsam ist. Kann ja durchaus sein. Immer noch?
Immer noch nichts da. Ich melde mich, sofort es da ist. Bis jetzt ist noch nichts da. Kann ja nicht so lange dauern. Ist ja Internet. Oder haben Sie so eine schlechte Internetverbindung? Nö, nee, eigentlich nicht. Das muss eingekommen sein. Nee, ist noch nichts da. Also ich habe ein Mail vor 3 geschickt. So, jetzt ist was gekommen. Also, bitte. Ah, ich sehe gerade, so, jetzt schauen wir doch mal. So, die Frage ist, wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? England. In England. Und Sie haben eine polnische Bank? Wir haben 40 Banken. Sie haben 40 Banken. Ja. Mhm. Aber da haben Sie so viel Geld für Banken ausgegeben, aber eine eigene Firmen-E-Mail-Adresse können Sie sich nicht leisten? Doch, haben Sie ja bei der Plattform, Mister. Nee, die heißt consultant.com. Sie haben Mister, versendet Dr. Wagner at consultant.com. Ich hätte gerne eine Adresse von Ihrer Firma, Pepperstone. Das stimmt, aber die Adresse, was Sie fragen, haben Sie bei der Homepage, also der Hauptseite. Nee, nein, ich brauche die Adresse, die Absenderadresse, damit ich weiß, dass Sie auch die richtige Firma sind. Deswegen eben zum Beispiel Dr. Wagner at Pepperstone und nicht at consultant.com. Warum? Damit ich weiß, ob Sie das auch sind, die mit dieser Firma arbeiten. Ja, Sie können doch fragen, Mister. Ja, also eben. Nee, ich muss es ja sehen. Bei Mercedes würde ja auch keine E-Mails versenden über Renault oder Ferrari. Ja, okay, Mister. Ich kann Ihnen auch mit Support senden das E-Mail. Ja, es macht nichts. Eigentlich, ja, genau, dann machen Sie das mal. Dann machen Sie das mal. Jeder Konsulent hat das gleiche E-Mail, was ich Ihnen gebe. Ja, aber das Problem ist, das ist keine Firmen-E-Mail-Adresse. Okay, Mister, okay. Ich mache das über Support-Firmen, okay? Ja, genau. Also ich schicke Ihnen über E-Mail-Support. Genau, und dann warte ich wieder. Kein Problem. Okay. Ich lege kurz auf. Ja. Und dann rufe Sie mich wieder zurück, wenn nein, Sie das E-Mail nein, haben, ich, okay? Ich bleibe am Telefon. Ich habe sicherlich noch Fragen. Ja, ich muss weiter auch arbeiten müssen. Ja, nehmen Sie sich keine Zeit für Ihre Kunden. Doch, aber... Ja, nee, scheinbar ja nicht. Scheinbar ja nicht. Warum wollen Sie jemand anders anrufen, wenn Sie mit mir im Telefonat sind? Weil ich habe... Also, wir sind eigentlich zusammen fertig. Nee, sind wir nicht. Ich habe noch Fragen und Sie haben noch keine beantwortet. Ein Moment, ich bin bei Schreiben bei Support, ich soll Ihnen das E-Mail schicken, okay? Ja. Und dann habe ich sicherlich noch Fragen. Bitte, können Sie jetzt machen? Ja, kann ich gerne beantworten in der Zeit. Kann ich gerne stellen. Auf Ihrer Webseite steht, deswegen, ich hatte ja gefragt, ob ich Kryptos, zum Beispiel Bitcoin, bei Ihnen kaufen kann. Hier steht aber, dass Sie nur CFD-Trading machen. Steht auf Ihrer Webseite. Ja. Ja, das ist ja ein Unterschied. Sie machen nur CFD-Trading. Sie wissen, was CFD-Trading ist? Natürlich. Ja, was ist es denn? Trade-Trading. Bitte was? Also Sie traden mit dem Markt, Mister. Sie können nicht behalten, Sie können kaufen und verkaufen. Ja, eben. Und ich hatte gefragt, ob ich Kryptos behalten kann. Und das bieten Sie ja gar nicht an. Doch, das können Sie. Wir haben auch ein anderes Plattform, wo Sie können Kryptos kaufen und behalten. Ah, und welche ist das? Pepperstone.com. Pepperstone.com. .com. Ah, gut, okay. Gut, dann rufe ich die mal eben auf. .com. So, dann machen wir das. Mister? Ja, ich bin auch da.
Kann ich Ihnen kurz auflegen? Ne, warum? Wir telefonieren doch gerade. Weil ich muss weiter arbeiten. Ja, also Sie sind doch jetzt gerade bei der Arbeit. Übrigens, die Pepperstone.com, die bieten auch nur CFD-Training an. Nicht nur. Doch, sehe ich da. Wird so angezeigt. Gut, aber Sie sagten, Sie sind eine Firma aus England, richtig? Richtig. Gut, okay. Wo sind Sie denn dann reguliert? In FCA. FCA. Finanzaufsichtsbehörde London. Ja, okay, gut, okay. Das ist ganz einfach. Dann nennen Sie mir bitte mal Ihre Regulationsnummer, Ihre ID bei der FCA. Also meins oder die Plattform? Der Plattform. Sie persönlich haben ja keine Lizenz. Oder haben Sie persönlich Natürlich. Eine Lizenz? Also bei der Plattform haben Sie, ist sowieso geschrieben. Wo denn? Also Sie können schauen bei .com. Ganz ja. unter. Fallen Sie da unter. Nennen Sie mir doch einfach mal die Lizenz. Die Nummer. Haben Sie die nicht griffbereit? Ne, ich muss schauen. Ja, dann schauen Sie mal. Weil bevor ich die Lizenz soweit ich habe, werde ich sicherlich nirgendwo etwas Geld überweisen. Aber, also bitte schreiben Sie sich. Ja. 6843. 6843. 843. 12. Also nochmal, 68438 und weiter? 1, 2. Also 6843 12. 6843 12. 6843 12. Gut, dann schauen wir doch mal. Bitte. So, das ist ja nun Pepperstone Limited. Das ist das ja nicht... Ist ja, gut. Schauen wir doch mal auf die Trading-Seite. Das ist ja nicht Pepperstone Pro. Mister, ja? Bitte lesen Sie alle Informationen, was ja, ich habe es gerade. Ich habe es gerade. Die Webseite ist pepperstone.com. Das ist richtig. Und die Trading-Seiten, die da angemeldet sind, das ist dann Pepperstone Limited. Und nicht Pepperstone Pro. Das ist eine ganz andere Lizenz. Das ist nicht Ihre Lizenz. Mein Gott, Mister, Sie sind sehr kompliziert. Nee, vor allem bin ich schlau. Also bitte ruf. Nein, das heißt nicht schlau, das heißt kompliziert. Sie haben nein, es ist Fragen. Schlau. Ich falle auf Betrüger nicht rein. Nein, das stimmt. Also, bitte also. Schauen Sie genau weiter, okay? Das ist Pepperstone Pro und da steht auch die Plattform unter. Pepperstone .com Nein. ist die Homepage. Pepperstone Pro. Einen Moment bitte. Nein. Können... Ihre Lizenz ist Pepperstone Pro, so angeblich. Aber die Lizenz ist für Pepperstone Limited. Mister, bitte öffnen Sie diese Informationen über Pepperstone Limited, was Sie erzählen, okay? Und wenn Sie gehen ganz unter, da steht Pepperstone.com, okay? Und ja. Da steht. Aber Ihre Webseite genau, ist Pepperstone Pro. Und nicht Pepperstone ja, bitte, Limited. Ja, bitte lesen Sie alles, die Informationen da steht. Also ja, ich habe alles gelesen. Ihre Webseite ist pepperstonepro.io. Nicht com, nicht pepperstone.com. Ihre Lizenz ist für eine ganz andere Firma. Sie sind offensichtlich nicht legal. Sie sind offensichtlich ein Betrüger. Gut, Mister, sind wir nicht. Alles Gute. Doch, sind Sie. Sind Sie. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Ja, wünsche ich Ist Ihnen okay. nicht. Wünsche ich Gehen Ihnen Sie nicht. Mal in Sie... Wünsche ah, ich okay. Ihnen nicht. Tschüss, bitte. Tschüss, Betrüger. Immer wieder das gleiche Spiel mit den Namensgleichheiten, das so beabsichtigt ist, um unwissende Opfer zu täuschen. Große legale Firmen werden namentlich kopiert, obwohl sie unterschiedlich geschrieben werden. Sei es eToro, CapTrader, Tesla oder Amazon. Aus eToro wird dann eToro, aus Tesla wird dann Tesla,
Gesprochen ist bei deren genuschelter Aussprache kein Unterschied zu hören. Und damit hat man zumindest den ersten Fuß in der Tür zum Betrug. Davon abgesehen rufen euch legale Firmen nie einfach so wegen einem Investment an. Das war's für heute. Euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt neugierig und lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter-Crasher.